Okay, ich würde sagen, wir gucken uns das hier mal an. It's Assi TV, Fire Gordon, der humorlose YouTuber. Tatsächlich, damals war ja Fire Gordon mit mir echt gut, auch zu der Zeit. Und wir haben uns ja auch supported miteinander, deswegen habe ich da auch ein Dislike drauf gegeben. Natürlich, die It's Assi TV-Community ist natürlich absolut krank. Das hat man auch gemerkt. 82.000 Likes auf 700.000 Aufrufe ist Weltklasse, ne? Das ist wirklich Weltklasse. WiFAD, ich feiere dich so hart. Okay, man muss auch sagen, ja, zu der Zeit hast du es natürlich nicht so spaßig genommen, wenn ein Video gegen dich aufgenommen wird. Da siehst du es nicht so extrem lustig. Aber Assi TV macht wirklich auch sehr humorvolle und heiße Videos, muss man wirklich sagen. Wer mein Insta-Account verfolgt, der weiß das. Ihr heult doch alle immer rum. Ja, Majid's Army hat gar keine eigene Meinung. Er ist wie ein Diktator. Er befehligt die alle und so. Das ist seine Armee und alles. Aber selber kommen die ganzen Leute von Firegon oder von Alpha Kevin und beleidigen nur, weil es auch Leute gibt, die trotz diesem ganzen Beef immer noch hinter Majid stehen. Ich sage nur, dass ich ein Teil dieser Asi-Army bin und dass ich mit meiner Community die Asi-Army unterstützen will. Das ist alles, was ich machen werde und ich werde meine Meinung darüber niemals mehr ändern. Julian, du bist einer der Soldaten, die loyal geblieben sind, obwohl halb humorloser YouTuber gegen uns agiert hat und unsere Army stürzen wollte. Asi-Army, lass mal bei ihm ein Abo da. Vor allem, wenn unsere Army stürzen wollte. Ich wollte zu der Zeit nie irgendeine Army stürzen. Schon, Und wir so machen weiter weiter. ist. Safi, hier noch ein Dislike von mir, du kleinen Kachbe. Guck mal ins Assi TV. Ich mache ein konstruktives Video über dich. Ein konstruktives Video. Junge, hast du Döner mit extra Zwiebel gegessen? Wie der extra laut sagt, damit man den ernst nimmt. Da, Junge, geh mal weg. Bisher musste sich kein YouTuber werden. Keine Ahnung. Bei einem Patrick hätte ich es noch annähernd verstanden, aber der kriegt ja seinen Mund auch nicht auf. Aber ansonsten, nenn mir Beispiele. Wer musste sich wehren? Jetzt gibst du sogar zu, dass ich so relevant bin, dass du die ganze Zeit darauf gegeiert hast, dass ein Video zu dir kommt. Aber was willst du denn rasieren? Ich muss Fire Gordon leider zu 100% recht geben. Ich will den gerade rasieren. Der hat gar keinen Bartwuchs, Bruder. Was genau soll ich rasieren? Aber Bruder, was bei dir nicht auf den Kiefern wächst, wächst dir auf den Haaren. Wann gehst du Friseur? Bald siehst du aus wie Jimmy Neutron. Damit du unser Humor verstehst, musst du erstmal aussehen wie wir. Warte kurz, ich helf dir. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Oh, Junge, ganz belastend. Salam alaikum, du Haarschneiden, Bruder. Du hast und du wirst hier nichts rasieren. Aber ich sag ja auch, dass es traurig ist, dass ich 50 Kommentare dahingehend bekommen habe. Klar, es ist traurig, da der Zusammenhang vollkommen anders ist. Seid mal ehrlich, redet der nicht wie bei Kinderfilmen? Aber ich sag ja auch, dass es traurig ist, dass ich 50 Kommentare dahingehend bekommen habe. Klar, es ist traurig, da der Zusammenhang vollkommen anders ist. Der denkt sich auch immer nur so, oh ja, endlich hat ein YouTuber einen Fehler gemacht, jetzt kann... Ey, das ist die größte asoziale Figur bei Kinderfilmen, ja, bei Disney. Jo, die Szene habe ich rausgelassen, das stimmt. Und weißt du auch, aus welchem Grund? Hat Weil es Blossom, du ehrenloses Schwein. Natürlich hat das was damit zu tun, das bezieht sich doch darauf. Was laberst du für eine Scheiße? Hör doch auf, dich rauszureden. Du machst das Ganze vielleicht aus Spaß sagen und du sitzt vor deinem Bildschirm, schiebst Lachkicks, dass die Kinder dir nachlaufen, aber die nehmen es ernst. Du kannst bei jüngeren Kindern nicht immer sagen, ja, ist Ironie. In der Regel verstehen Kinder Humor und Ironie erst ab 10 Jahren und ich denke nicht, dass deine Army aus älteren oder gar reiferen Kindern besteht. Alter, Max hat aber auch ganz böse Hiebe ausgeteilt. Das muss man schon sagen. So 1-0 für Max in der Hinsicht, ja. Maxi, dann denkst du, falsch. Ey, Oasiami, schreibt mal in die Kommentare, wie alt ihr seid. Dann können wir den Typen einen Kopf geben. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Also, selbst jetzt auch Jüngere würden jetzt trotzdem älteres Alter angeben. Ja, also vielleicht sind. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass alle seine Zuschauer unter 10 Jahre alt sind. Ach, guck dir das doch allein an. Ich habe am Anfang des Videos zu dir bedacht einen Spoiler eingebaut, um zu schauen, ob jemand von deinen Zuschauern darauf überhaupt eingehen kann. Hat niemand geschafft. Vielleicht wollte es keiner. Und tu nicht so, als ob deine Leute nur argumentieren und sagen: Ja, das ist nicht gut, dass ich TV lass ist. Junge, die beleidigen mich genauso. Guck, deine Leute nur argumentieren und sagen: Ja, das ist nicht gut, dass ich TV lass ist. Junge, die beleidigen mich genauso. Guck doch mal selber. Du gehörst abgeschoben in türkisches Gefängnis. Juan, okay. Opfer. Fick dich. Du Spaß, geh dich vergraben. Hier ein kleiner Hinweis. Was? Hoffentlich wirst du einfach. Hoffentlich wirst du einfach geschoben. Oh ja. Okay, das ist asozial, das ist fuck. Hier ein kleiner Hinweis. Ich packe einmal deinen Hashtag auf die Blacklist und ich filter Beleidigungen in den Kommentaren automatisch. No. Und schon hast du keine Army mehr. Er hat einfach Hashtag Asiami in die Blacklist getan. Ladies and gentlemen.
Bist du stolz darauf, so eine Community zu haben? Alhamdulillah, Junge, meine Abonnenten sind genau wie ich. Wir sind alle dreckige Hyänen, du weißt doch gar nicht. Und was, ich hab keine Army, nur weil du die in Blacklist tust, heißt nicht, dass ich keine Army hab. Mitbildet euch eure eigene Meinung ist gemeint, dass niemand Hass verbreiten und sich lieber selbst informieren soll. In deinem Fall habe ich am Ende nett dazu geraten, dir keine Aufmerksamkeit... Junge, das, was du machst, ist umgekehrte Psychologie. Sonst würdest du nicht erwähnen, dass die das nicht machen sollen. Dann machen die das doch erst recht. Und das haben die auch getan, Digga. Danke, bester Mann, Wallah. Junge, was hat er bitte für Abonnenten zu der Zeit bekommen? Machen die das doch erst recht. Und das Junge, der hat einfach zu der Zeit pro Tag 1000 bis 2000 Abonnenten dazu bekommen. Der hat die 140.000 Abonnenten. Krass, Alter. Also bei dem ist dann richtig krass gestiegen. Das haben die auch getan, Digga. Danke, bester Mann, Wallah. Am Anfang sollte keiner gehatet werden. Ich habe meiner willenlosen Army dann nur gesagt, die sollen ihn zuspammen, dass ich mit ihm reden will. Ob er jetzt Lust hat, mit mir zu reden oder nicht, das ist mir dabei vollkommen egal. Weißt du, was ich dazu sage? Das ist mir dabei vollkommen egal. Könnten auch zu seinem Discord gehen, das war für mich egal. Ich frag mich gerade an der Stelle echt, wie ihr zu seinem Discord gehen wollt. Meinst du mit wir, dich und Alpha Kevin oder dich und deine Community? AsiTV, hast du keine Eier, das allein zu klären, allein dahin zu gehen? Warum wir und nicht ich? Vielleicht, weil du dich nicht traust, ohne deine Army deinen Mund auch nur anderen aufzumachen? X-Business ist am Start, ich grüße dich doch, mein Engel. Hab dich im letzten Stream vermisst, Bruder. Wenn du ein Mann bist, lass mal live gehen, wir beide 1 gegen 1, jeder soll zuhören, dann gucken wir mal, wer im Recht ist, okay? Meinst du mit wir, dich und Alpha Kevin oder dich und deine Community? Du bist ohne deine Zuschauer irrelevant, du bist verloren. Du denkst nämlich, dass jemand weggehatet wird, wenn er was gegen dich sagt, egal wie wahr oder falsch das Video ist. Genau wie bei Alpha Kevin. Hauptsache mit mehreren Leuten im Discord-Channel sein, die ständig dazwischen reden und jemanden nicht ausreden lassen. Du kannst mir jetzt auch nicht damit kommen, dass du sowieso... Zum Teil muss ich aber sagen, stimmt das? Aber es ist ja normal, dass eine Community macht jemand relevant oder nicht relevant. Das ist ja ganz klar. Tatsächlich muss ich sagen, in Beef gewinnt halt gefühlt immer derjenige, der die größere Community hat. Und zu der Zeit war jetzt AsiTV mit seiner Community natürlich viel, viel größer. Also zumindest was der Community-Zusammenhalt anging, als ein Firegoten oder als ein Alpha Kevin. Ja, dementsprechend könnte man dann auch sagen, jetzt AsiTV hat halt gewonnen, weil er die größere Community hat. Aber ich finde, bei der Sache geht es gar nicht um irgend so eine Sache zu gewinnen, sondern es geht einfach darum, wer die wahrscheinlich besseren Werte da angehend drüber bringt. Ich persönlich fand, dass mein Punkt damals, weshalb das Ganze begonnen hat, ich fand meinen Punkt eigentlich berechtigt, warum ich das Video gemacht habe. Klar, es war dann so im Nachhinein vielleicht ein bisschen zu hart formuliert gegen InsassiTV und der Community, aber wenn ich mir es jetzt so angucke und die damaligen Nachrichten noch weiß, wie das im Chat damals auch abging, war das schon, fand ich, nicht unbedingt so sinnvoll. So nur irrelevante Leute drin waren, aber allein dieses Aufschreien mit einer Masse, das sagt schon ziemlich viel über dich als Person aus. Dann Max, wovon redest du? Diese Masse war aber im Livestream gar nicht anwesend. Er ist freiwillig in den Discord gekommen und hätte auch einfach sagen können, dass er mit mir alleine reden will. Chico Abi hat doch ein Uncut-Video hochgeladen, was versuchst du jetzt wieder zu verdrehen? Nein, das muss ich aber sagen, das war sehr unangenehm. Das war sehr, sehr unangenehm. Also ich bin schon, um mit dem zu reden, bin ich damals in den Discord gegangen, um das Thema zu klären, um das auch so ein bisschen zu schlichten. Und dann komme ich dort rein und Real Talk, es war nicht so, dass einer geredet hat oder dass ich mal ausreden konnte. Ich wurde halt instant beleidigt. Lustig, dass Buchi damals auch mit dabei war, lol. Er kam wie eine Schlange erst eine Stunde nach dem Livestream in mein Discord. Alpha Kevin wusste, dass wir 10 Mann im Discord sind. Denn er hat die ganze Zeit den Livestream von Edima verfolgt. Also wusste er die ganze Zeit, worauf er sich einlässt. Das stimmt, ich hab das damals angeguckt. Haben reinzukommen und verboten haben rauszugehen. Was ist los mit dir? Du hast in deinem Videoausschnitt gesagt, dass er fast heult und meintest, dass die Leute weitermachen sollen. Dein Ziel war es also, das Kind bewusst zum Weinen zu bringen, indem du es beleidigen und haten lässt. Und auch wenn der Superschnecke dir irgendwas anderes gesagt hat, dann geht man doch nicht in einen Stream und lässt jemand von der Masse beleidigen, die wahrscheinlich nicht mal genau weiß, was passiert ist. Das ist eine Sache zwischen dir und dem Superschnecki, nicht zwischen ihm und deiner Army. Schnecki war nicht irgendein Zuschauer von mir, sondern er war ein fester Bestandteil meiner Army und hat eine Rolle gespielt. Und weil das meine Army wusste, haben sie mich darauf aufmerksam gemacht. Und du stellst es so dar, als würde ich jeden x-beliebigen Zuschauer die Hölle heiß machen, weil er mich deabonniert hat? Ich habe in meinem Videoausschnitt doch gesagt, dass der Typ, den ich getrollt habe, ein Paradebeispiel für deine Community ist. Also sagen wir einfach mal einen Durchschnitt, den ich so ermitteln konnte auf meinem Kanal. Ach so, okay, dann zeige ich auch mein Paradebeispiel bei mir. Du hast sogar... Was? Junge, sei mal... Warte. Junge, sei mal leise, Alter. Firegoten ist besser als du. Du hast sogar eine Person in meinen Kommentaren gefunden. Stabil, eine einzige Person, die ohne ständige Beleidigung etwas verfasst hat. Wow. Denkst du, ich habe nichts Besseres zu tun, als irgendwelche Kommentare bei dir zu lesen? Das habe ich bei Instagram geschickt bekommen, Junge. So, dein Content, dein gesamter Videoinhalt bezieht sich also darauf, Leute zu beleidigen oder mit deiner Army zu Dislike-Raiden. Und womit legitimierst du das, die Leute traurig zu machen und ihnen zu schaden? Mit deinem Kanalnamen. Mit deinem Kanalnamen, du Meme.
Walla, du bist nicht lustig, halb Mensch, halb Nase. Guck mal deine Ohren an meiner Räume, bevor du mit mir redest. Ich legitimiere meinen Kanal mit meinem eigenen Content. Das bedeutet, dass wenn jemand mit Hate nicht klarkommt, hat er auf YouTube absolut nichts zu suchen. Junge, das solltest du doch als Meinungs-YouTuber wissen, oder nicht? Darf ich mich laut deiner Argumentation auch gesetzt? Das stimmt zum Teil. Ich sehe es auch so, dass man, wenn man YouTube startet, dass man wissen sollte, dass wenn man Negativität abbekommt, dass man damit zurechtkommen soll. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Content bringst, wie es zu der Zeit, ich kann mich noch gut dran erinnern, an eine Sache kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da hat ein alter Mann, hat gestreamt und er hat irgendwas zu Mercedes vorgestellt. Also der hat über Mercedes gesprochen. Das ist ja kein Thema, weshalb du Hate-Nachrichten abbekommst. Das ist ja einfach nur ein Gespräch darüber, über Mercedes, über neues Modell, bla bla bla. Da hat er einen Stream gemacht, hatte dort 100 bis 200 Zuschauer. Und das war auch der Grund, weshalb ich das Video damals gemacht habe. Und da ging halt, glaube ich, jetzt ACTV rein in den Stream und hat, ich glaube, jetzt ACTV hat noch nicht mal gesagt, betrübe und hate den, sondern irgendjemand in seinem Stream hat gesagt, hier, ey Leute, lass mal ein Dislike da, der ist voll der Allmann und sowas. Und dann wurde dieser Stream des Todes gedisliked und er wurde die ganze Zeit als Allmann und als dreckiger Deutscher oder Kartoffel und sowas bezeichnet. Ja, das war damals die Zeit. Und das war der Grund, wo ich mir so dachte, Alter, das ist ein alter Mann, der weiß gar nicht, was hier gerade abgeht. Und auf einmal kommt jemand rein und hatet den extrem. Ohne Grund, ja, ohne Grund. Dann habe ich halt nicht gefeiert. Deswegen damals auch das Video. Gesetzesbrecher nennen und jemanden auf der Straße erschießen, ohne eine Strafe erwarten zu müssen? Nein, zum Glück nicht. Gegen sowas wird vorgegangen. Junge, das ist YouTube. Halt mal den Ball flach, du Allmann. Motto, ich sag jetzt, springt aus dem Fenster. Spring dann auch aus dem Fenster, oder was? Was ist los mit dir? Weil du jetzt ACTV eine Beleidigung für jede Person mit Migrationshintergrund, südländischem Aussehen oder sonstigem bist. Du nennst dich selbst in Deutschland ein Zitat Kanaken und belegst vor deinen Leuten, wie asozial du anscheinend bist. Du brüstest dich damit. Ich hab nicht so einen Stock im Arsch wie du. Das ist der Humor von der Kunstperson It's ACTV. Oh, schon wieder die bösen Ausländer. Traurig, dass 147.000 Menschen so jemandem hinterherlaufen. Naja, es stimmt so nicht. Es sind ja nicht mehr 147.000. Sind dann 149.000. Danke, Bruder. Du machst die größte Werbung für mich, die es gibt. Sie schämen sich dafür. Der hat wirklich zu der Zeit auch sehr gut Abonnenten gemacht, ja. Das haben wir ja vorhin gesehen. 1.000, 2.000 Abonnenten am Tag. Steht jetzt mittlerweile bei fast 1 Million, das ist schon stark. Dass sie durch Leute wie dich schlechter von ihnen unbekannten Menschen angesehen werden. Du siehst mit deinen Videos in den Dreck. Ich will jetzt zwar keine Namen nennen, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige mit so einem Asi-Content. Also halt den Ball flach. Ist es dein Ernst, dass du Hass fördern willst? Okay. Was erzählst du hier die ganze Zeit von Hass, Alter? Was bist du für eine Blender-Fotze? Mein ganzer Kanal ist auf Lachkick aufgebaut. Das ist mein Humor, Junge. Du bist der größte Allmann. Natürlich gefällt es dir nicht jeder. Ja, trotzdem krass, Alter, ne? Das sind ja auch so Themen. Da denkt man nicht direkt, jo, also ich muss direkt draufklicken, aber weil der einfach auch Content produziert hat, der unterhaltend war, hat er sich eine krasse Community aufgebaut. Ist auf jeden Fall stark. Du bist der größte Allmann, natürlich gefällt es dir nicht. Jeder hat seinen eigenen Humor. Schön, dass du da warst. Push. Du hast genauso viele Abonnenten als wie jemand wie an anderen da. Aber auch hier 200.000 Aufrufe am Tag, ne? 150.000, 200.000 Aufrufe am Tag. Kranke, Alter. Junge, du kannst nicht mehr Statistiken lesen. Ulan, du Fisch, ich werd doch trotzdem bekannter. Jo, unser Humor ist anders. Das ist meine sinnvolle Aussage in dem Video. Das Problem ist, dass mein Humor nicht gefährlich ist für eine Masse von Menschen. Deiner hingegen schon. Wie kann ein Humor gefährlich sein? Sanki Almanya da bomba patlatajas. Abgesehen davon habe ich noch nie und ich habe auch nicht vor, 10 Videos gegen dich zu machen. Ja, gut. Doch, Humor kann natürlich gefährlich sein. Weil es immer Leute gibt, die fassen das nicht als Humor auf. Die fassen das als wirklich ernsthafte Angelegenheit auf. Gab es in dem Beef extrem viele, ja. Also ich meine, wenn jetzt ACTV einen Nachkriegsspruch gebracht hat, haben es einige wirklich so gedeutet, als wäre es gerade ernst und man müsste dem dann wirklich so beleidigen. Tatsächlich war auch wirklich so und es ist bei jedem Beef so. Ich kann irgendeinen lustigen Spruch bringen, irgendjemand wird fragen, meinst du das gerade ernst, obwohl das der offensichtlichste ironischste Spruch war, den es überhaupt gibt. Es gibt immer irgendwelche Leute, die Ironie absolut nicht verstehen. Und deswegen muss man da echt immer aufpassen, ja. Du hast schon 2 Videos hintereinander gegen mich hochgeladen. Und es fehlen nur noch 8. Und man merkt einfach, wie du mich richtig ernst nimmst. Sonst würdest du nicht die ganze Zeit Videos gegen mich hochladen. Also ich bin der Feiergurken, ich habe dein Video auseinandergenommen. Ich denke immer noch nicht, dass wir in einem Krieg sind. Sag Walla. Junge, du bist doch auch in deinem Film. Du denkst auch, du würdest YouTube retten. Ja, Junge, du rettest gar nichts. Mach hier nicht einen noch wichtiger, Mann. Geil, Mann. Okay, Spaß beiseite, Leute. Firegone und ich hatten einen Plan. Es war alles ein Social Experiment. Spaß, Bruder. Denn wir wollten die Loyalität der Asi-Army testen. Wir wollten die Leute trennen, die gegen uns schießen und nicht mit uns schießen. So konnten wir die Asi-Army von den Verrätern trennen. Denn Loyalität wird bei uns groß geschrieben. Wir stehen zusammen und wir fallen zusammen. Asi-Army! Und Verrat wird in der Asi-Army nicht geduldet.
Grüße gehen raus an Mazdak. Krass, Digga, du hast 100k erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Viel Erfolg und bleib so, wie du bist, Bruder. Wir werden euch alle kriegen. Wir haben sogar Huki gekriegt. Und unser Asiami-Patron Buri hat sich um ihn gekümmert. Ja, stabil, stabil. Aber Huki, also den gibt's halt auch immer noch. Huki gibt's immer noch. Ganz wilde Angelegenheit. Klar, zu der Zeit, auch, das ist natürlich auch ein humorvolles Video. Ne? Kann man auf jeden Fall auch feiern. Ich muss aber sagen, zu der Zeit habe ich es auch nicht so krass gefühlt. Ich muss sagen, seinen jetzigen Content finde ich absolut genial. Ne? Wir hatten uns letztens ein Video angeguckt. Alter, ich habe mir fast eingepisst. Das war wirklich mega, mega lustig. Leute, guckt euch die Videos an. Die sind so unfassbar lustig. Kein Scheiß, richtig gut geschnitten. Geiler Humor. Wirklich, echt krass. Zu der damaligen Zeit wurde das viel zu ernst aufgefasst. Ich glaube, es sollte gar nicht so ernst rüberkommen, wie es rübergekommen ist. Dass dann ein Beef entstanden ist, war eigentlich, wollte ich auch nie hervorrufen, ja, so ein Beef. Weil das keine große Sache war.